Hallo Flo. Hallo Alex. Wie geht's dir, Flo? Mensch, gut, mir geht's super. Was machen wir denn heute überhaupt? Um was Ja, ich geht's denn? habe, ja, ich weiß, also ehrlich gesagt, ich bin, wie gesagt, frisch aus dem Urlaub. Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht ist dir irgendwas, hast du vielleicht Zeitung gelesen während deines Urlaubs oder so, irgendwas, Ich was dich habe so berührt hat, oder? Zeitung, E-Book und, aber ich denke mal, also wir haben ja jetzt, weil du weißt es, aber die draußen wissen es nicht, ich habe ja wieder einen PC, ne? Also so einen richtigen, ne, Kasten gebaut mit starker, potenter Hardware. Und jetzt kommen natürlich wieder in diesen ganzen PC-Spieler-Rhythmus mehr rein und habe wieder diese ganzen digitalen Storefronts. Ne? Was hat man heutzutage? Ne? Ach Gott, man hat heute, wenn man dieses Fortnite spielt, hat man so einen Epic Launcher. Man hat natürlich unser Steam. Ne? Man hat Blizzard jetzt gerade rausgekommen, dieses Black Ops 4. Blizzard hat jetzt auch den eigenen Launcher, von Ubisoft ganz zu schweigen. Ja, Uplay, was haben wir denn noch? Origin, Origin, EA haben wir noch, ne? Alles Mögliche. Und Bethesda. Bethesda, danke, jetzt heute ganz frisch, jetzt irgendwie vor 2 Minuten erschienen, Fallout 76. Bethesda, ja. Und dann vielleicht aber die zentrale Frage heute: Wann ist denn das alles schiefgelaufen? Und wie können wir dieses ganzen Gesurms heute überblicken? Was ist schlecht daran? Was ist gut daran? Wo sind die Vor- und Nachteile? Ne? Ich würde vielleicht mal gerne so einen Rundflug starten. Habe mich heute ein bisschen auch eingelesen mit Steam. Da kannst du sicher auch zwei, drei Sätze dazu sagen. Ich würde jetzt einfach mal so losstarten mit Geschichte Steam. Ne? Also ich weiß nicht, damals, ich kann mich noch ganz gut erinnern, und zwar: Kannst du dich noch an Half-Life 2 erinnern, als das rauskam? In grauer Vorzeit, ja. Ich weiß, dass es mit Steam sozusagen das erste wirkliche Steam-Spiel war. Viele Leute sich beschwert haben, weil sie diesen Online-Zwang nicht wollten und dann im Endeffekt doch alle gekauft haben. Ist es, und ich habe noch so eine Erinnerung im Hinterkopf, und zwar als ich das erste Mal, also war zu meiner Studienzeit, ich glaube, das war frisch im, weiß ich nicht mehr, zweiten, dritten Semester. Da ist man abends heimgekommen aus der Vorlesung. Super. Spiel war ja damals noch in der CD-Box, ne? Mit CD, aber eben mit Aktivierungszwang auf Steam. Und was war dann an dem Abend? Kannst du dir vorstellen, was da war? Nix war. Scheiße war. Weil alles überlastet. Ne? Also man konnte das nicht aktivieren. Ich glaube, es ging dann erst so irgendwann um Mitternacht, konnte man es auch spielen. Und das waren schon die, sagen wir, die Vorboten unserer heutigen normalen digitalen Aktivierungskultur, ne? Wo man aber heute, fairerweise muss man sagen, keine Probleme mehr hatten. Aber das war damals, da ging es eben los. Und Aber das war noch, ja, kleine Anekdote aber, dazu. Das Problem ja, hat ja nicht nur Steam gehabt. natürlich Also nicht. du hast ja gerade Uplay erwähnt, da gibt es nämlich ein ganz ähnliches Beispiel. Es gab mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, du hast bestimmt schon mal gehört, Die Siedler sagt dir bestimmt was. Boah, boah. Ja, gute Software aus deutschen Landen. Und es gab mal ein Spiel, das nannte sich Die Siedler 7. Das war das erste Siedler und eines der allerersten Spiele, die auf Uplay, soweit ich das noch weiß, rausgekommen sind. Da war Uplay noch in der, also dieses Ubisoft Online-Teil noch in der, ja, in der Entstehungsphase fast. Also es war ganz neu. Und da ist das Spiel rausgekommen. Das war irgendwie um Ostern herum. Dann haben die Leute das Spiel quasi aktiviert und installiert. Und dann kam das Osterwochenende und da ist Uplay, der Dienst, komplett abgekackt. Und die ganzen Leute konnten halt über die Ferien oder über die Feiertage mindestens ihr Spiel nicht spielen. Und das hat Ich dann die weiß das Siedler noch, ja. 7 deutlich nach unten gezogen vom Wert, also vom Benutzerwertungsschnitt her, was total ungerechtfertigt war, weil die Siedler 7 eines der besten Siedler überhaupt ist. Ja, aber Uplay hat es Ist verkackt. es so? Ja, Okay. ja, ja. Da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Also schön, ich erinnere mich ganz dunkel an sowas. Also mit dieser Siedlergeschichte, ich habe da was im Hinterkopf, aber war mir nicht so bewusst.
Ist interessant, war mir nicht mehr so im Bewusstsein. Selbst wenn du heute, also es gibt jetzt dieses Siedler-Reboot-Ding da, was jetzt da, also quasi so eine Art Siedler 8, nur mit anderem Namen. Und da gibt es ja jetzt ganz viel auch so auf die Siedler-Historie eingegangen. Habe ich ja schon Podcasts drüber gehört und so weiter. Und der Volker Wertig macht ja das neue Siedler. Und da gehen die immer auf Siedler 7 auch ein und sagen immer, ja, Siedler 7 war ein super Siedler, aber dieses Uplay, was alles kaputt gemacht hat und so. Aha. Das ist ja interessant. Pass auf, ich gehe ganz kurz jetzt live in Farbe. Ich lege die zweite Disc Red Dead Redemption 2 ein. Passt auf, also hier. Dass es sowas noch gibt, Ja, passt doch gar nicht zum, unglaublich. Also, und passt ja gar nicht das zum sind wir Thema, eine jetzt. Disc. Also. Ich finde aber, ja, du passt super zum Thema. Jetzt haben wir gerade geredet, eine Dame ist Disc und so weiter. Die musste man dann auch noch einlegen zum Installieren, weil Download war natürlich. Also, weiß es noch. Also, ich gehe jetzt direkt drüber. Pass auf, ich lege den Kopfhörer weg. Jetzt geht's los. Ah. Und jetzt, ich Dass weiß ich gar sowas nicht, noch erleben ich finde den darf. Schalter an meiner Xbox gar nicht, wo das Ding, wo man das auslöst. Xbox, auch noch für die Xbox gekauft, das ist ja eine Ah. Katastrophe. Das ist ja, also das ist ein Retro-Feeling, das sage ich dir. Jetzt, ich bin wieder da, liebe Freunde, bin wieder am Schreibtisch. Wahnsinn. Nun gut, wo waren wir gerade? Uplay, interessante Anekdote. Jetzt kommen wir mal zum beim Steam-Anfang. Und zwar, ich habe mir ein bisschen eingelesen, ist interessant. Wusstest du, dass Steam am Anfang ja gar nicht für dieses ganzen, für diesen Store-Gedanken gedacht war, sondern es kam ja am Anfang erst bei Valve rein mit diesem damals mit Counter-Strike und Team Fortress Classic, ne? Und da haben sie die sich überlegt, Mensch, irgendwie müssen wir da so ein bisschen für die ganzen Updates und für dieses Anti-Cheat müssten wir irgendwie so einen Rahmen drumherum bauen, ne? Und da gingen die erst zu Amazon, Yahoo und Cisco und haben gesagt, hey Leute, könnt ihr uns da mal irgendwie unterstützen und uns da mal was bauen, ne? So einen Softwarerahmen, können uns da was gießen. Haben die gesagt, ja, nächstes Jahr vielleicht, ne? Kommt mal übernächstes Jahr wieder, vielleicht haben wir dann schon was, ne? Hat Valve gesagt, okay, dauert uns zu lang, bauen wir selber. Dann gab es im 2003 der 1.0 Steam Client und ich weiß, also ich kann mich auch erinnern, ich habe es auch vorher vielleicht zweimal so runtergeladen gehabt, aber da hat man natürlich gesagt, ne, das wird nie was, ne? So ein Quatsch. Also wer so ein Schwachsinn, ne? Wer würde dem freiwillig so ein Ding rauf tun? Und ich weiß aber auch, die Counter-Strike-Spieler waren damals auch ziemlich erzürnt, als dann dieser Zwang kam. Am Anfang war es ja noch so, man konnte doch mit diesem WON-Netzwerk, weißt du das noch? Dieses WON, sagt dir das noch was? Dieses, Ja, das oder ist doch so ein One? Multiplayer-Dienst gewesen, oder? Irgend Genau, sowas. genau. Und über den ging ja dieses Counter-Strike am Anfang noch, also bis zur, weiß ich nicht, 1.4, 1.5 konnten die noch Crossplay spielen oder bis zur 1.6, glaube ich, genau, bis zur 1.6 Beta konnte Steam noch mit One spielen. Dann haben aber Valve dieses WON gekillt und dann mussten alle Steam verwenden. Das war so ein bisschen, naja, gab es dann schon so ein bisschen mürrische Spiele, vor allem Counter-Strike-Spiele. Und dann haben die aber Ende 2004 angekündigt, also Half-Life 2 braucht Steam. Ne? Also wird Steam Aktivierung war natürlich, also weiß das auch damals noch, das war visionär, ne? War was Neues. Und dann kam eben dieser ganze Sums und ab dem Zeitpunkt sind wir eben on track mit Steam. Und was ich jetzt und was jetzt so ein bisschen mein der zentrale Gedanke von heute ist, wir haben es irgendwie, oder was heißt wir? Wir als Verbraucher, um jetzt mal so ein bisschen diese Keule auch zu schwingen, wir haben es irgendwie verpasst oder wir haben es uns aufs Auge drücken lassen, dass wir das Geschäft und das Produkt und dann auch die Werbung dazu und alles, wir lassen uns alles von einem Dienst aufdrücken und sind dann eben dran gekettet. Ne? Wer ist denn eigentlich, und das ist meine zentrale Frage, an die Runde da draußen, eigentlich ist das doch völlig bekloppt. Also eigentlich könnte man sozusagen, ich will mein Spiel kaufen und ich will, DRM geht völlig in Ordnung. Ich sehe es ein, dass eine Lizenzprüfung stattfinden muss. Aber hallo, warum geben denn die Hersteller, und jetzt pass auf, jetzt, das ändert sich ja jetzt langsam, ne? Aber das hat wieder andere Ergebnisse. Warum geben denn die Hersteller diese Lizenzprüfung komplett aus der Hand zu einem anderen Dienst, der dann auch noch bei jedem Start irgendwie seine neuesten Cross-Selling-Bemühungen bestrebt und noch alles mögliche andere anpreist, ne?
Und da sind wir momentan bei Steam. Ne? Das heißt, wenn ich so eine Lizenz oder das Nutzungsrecht an so einer Software, was es ja im Endeffekt ist, werbe, dann ist es auch überhaupt nicht portabel. Ne? Das heißt, ich kann das nur bei Steam. Ich würde mal so sagen, generell wäre es eigentlich sinnvoll, wenn ich sage, ich kaufe mir das Nutzungsrecht und diese Lizenz ist portabel. Die Lizenzprüfung, die muss beim Hersteller eigentlich liegen. Ne? Die Lizenzprüfung muss beim Hersteller liegen, wo ich meine Community habe. Ne? Bei Steam, du sagst ja auch immer, ich mag gern bei Steam, weil da habe ich meine ganze Community, da habe ich meine Reviews, da habe ich meine etc. Ne? Und das muss doch eigentlich alles voneinander getrennt sein. Oder wie siehst du das? Ja, also also aus Verbrauchersicht, was für ein Vorteil, also ich könnte mir einen Vorteil vorstellen. Ich frage jetzt nur, welchen Vorteil du dir vorstellst. Also was für ein Vorteil tust du dir davon versprechen, wenn du das Produkt meinetwegen bei Steam kaufst, also bei Steam bezahlst, aber Electronic Arts quasi die Lizenz verwaltet. Also was für einen Vorteil hast du da als Verbraucher davon aus deiner Sicht? Ja, also aus meiner Sicht habe ich den Vorteil, dass die Lizenz portabel erstmal ist, ne? Das Portable heißt, heißt, du kannst das Spiel überall spielen, auf jeder Plattform. Was meinst du damit? nein, nicht auf jeder Plattform, nicht auf jeder Plattform. Also es wäre zwar schön, ne, also ob das Xbox, PlayStation oder PC, das meine ich nicht damit. Was meinst du? Ich meine damit, dass es nicht an den einen Client gebunden ist, ne? Also die Lizenzprüfung muss auf einem Server beim Hersteller erfolgen, das hat aber nichts mit dem Client zu tun. Also das hat nichts mit der Client-Software zu tun, mit dem Launcher. Ne? Das meine ich davon. Aber Also was für einen Vorteil hast du, wenn du es jetzt, also du willst das Spiel quasi spielen, also auf das ich will. Verknüpfungs-Icon klicken, ohne dass da im Hintergrund Steam aufgeht. Jetzt hast du das gesagt, ja. Das muss Okay. unabhängig, ich will es unabhängig von dem Storefront oder dem Community-Frontend haben. Ne? Okay. Ich muss es Aber im Prinzip, ja. die Prämisse dahinter, also dass quasi der Hersteller das Ganze kontrolliert, das bewahrt dich ja offensichtlich nicht davor, dass du trotzdem mit so einem Frontend konfrontiert wirst, denn wenn du das Spiel bei Origin Ja. kaufst, ist es ja Electronic Arts. Also Electronic Arts hat ja dann alle Rechte und alles und deswegen musst du Ja. trotzdem Origin starten. Also hilft dir das ja gar Oder nichts. zum Beispiel bei Blizzard, ja. Und da Ja, ist genau. es wieder so, genau, und da sind wir wieder beim nächsten Nachteil. Es läuft eigentlich wieder falsch, ne? Also wir lassen uns wieder diesen Storefront aufdrücken, der dir dann ständig im Prinzip ständig wieder alles andere andrehen will und dich im schlimmsten Fall noch dir 30% von deinem CPU raubt. Ich schaue dich an, Blizzard Launcher, ne, während er läuft. Und es läuft für mich echt falsch. Denn jetzt schauen wir mal, jetzt rudere ich wieder ein bisschen zurück. Ne? Was macht denn Steam wahnsinnig gut? Und das ist mir jetzt wieder als wieder zurückgekehrter PC-Spieler oder sage ich mal, wieder mehr PC-Spieler aufgefallen. Der Blizzard Launcher zum Beispiel ist völliger Kack. Muss ich jetzt einfach mal so ganz dramatisch sagen. Also erstens mal hat man ja jetzt langsam angefangen, ja, also nicht Blizzard-Titel, aber halt Activision-Titel reinzupacken. Also Destiny war ja der erste, ne? Und wobei Destiny ist ja Bungie, aber das ist ja auch, also der Publisher ist ja Activision, oder? Sehe ich da was? Weiß ich Ja, nicht. genau. Aber im Prinzip Ist ist so, ja ne? ist ja Blizzard mit seinen eigenen Produkten schon. Also, ich meine, dieses Battle.net oder diese Blizzard-App, wie sie Ja. mittlerweile, glaube ich, heißt, die gibt es ja schon lange. Die gibt es ja Ja. schon. Da ist WoW drüber gestartet worden und die gab es vorher auch schon, eigentlich Ja. schon für Diablo und so weiter. Das ist ja insgesamt nichts Besonderes, also nichts Neues. Neu ist ja im Endeffekt, dass dadurch, dass Activision Blizzard gekauft hat, dass es jetzt quasi ein Frontend oder ein Client ist, der jetzt nicht nur reine Blizzard-Produkte beinhaltet, sondern eben auch jetzt immer mehr Activision Blizzard-Produkte. Das ist eigentlich das Neue, aber das Ding an sich ist ja nichts. Deswegen ist es auch interessant, dass du sagst, das Ding ist Rotz. Weil diese Blizzard-App, dieses Battle.net an sich, das gibt es meiner Ansicht nach schon viel länger als Steam zum Beispiel. Auch die Ja, Netzwerktechnik dahinter. aber halt wirklich als Storefront und auch wirklich als Launcher auch für mehrere Apps geeignet. Und das haben sie meiner Meinung nach, also erstens mal, was mir aufgefallen jetzt wirklich ganz frisch, wieder mal als frischer PC-Spieler,
Wenn das Ding läuft, zieht es nicht wenig CPU-Zeit. Also verbraucht wirklich deutlich mehr Ressourcen als zum Beispiel ein Steam-Client im Hintergrund. Zweitens ist es relativ instabil. Das heißt, wenn in meinem PC zum Beispiel im Ruhezustand ist oder im Energiesparen und ich den wieder aufmache, ist immer die Netzwerk, die Connectivity komplett weg. Ich muss das Ding dann komplett neu starten. Das ist mir bei Steam auch noch nie passiert, faktisch. Die Downloads sind oft, aber das ist eher ein Infrastrukturproblem, sind oft wirklich langsam, wo ich mir denke, ein Overwatch-Patch jetzt mit irgendwie 5 Byte zieht hier mit einem halben Mbit oder vielleicht mal mit einem Mbit und wird einfach nicht mehr. Ne? Nebenan lädt Steam gerade mit 10 Mbit runter. Weiß ich nicht, ob das nur an mir liegt oder ob du die Erfahrungen auch hast oder ob du überhaupt aktuell darüber was gespielt hast. Aber das ist so mein Eindruck. Ne? Bei Also anderen das, Launchern, ja. weißt du, das ist jetzt zum Beispiel was, also ich, heute, Flo, das ist, glaube ich, der erste Nanocast, wo wir nicht konform gehen. In so Ja. manchen Punkten. Denn ich hatte ja auch Black Ops 4 jetzt gekauft. Das hat bei mir mit 10 Mbit runtergeladen, also mit 10 Megabyte pro Sekunde runtergeladen. Also kann ich nicht meckern. Und auch das mit der CPU-Zeit und das, was du jetzt da beschreibst, also mich hat es noch nie wirklich gestört. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich der auf dem falschen Fuß erwischt. Und was ich auch sagen muss, letzthin war diese BlizzCon, wo dann einfach mal gerne so 2, 3 Tage wirklich massive Probleme waren, teilweise auch mit Warteschlange. Also, dass ich in den Blizzard Launcher erst über eine Warteschlange reinkomme und das weiß ich ja überhaupt noch nie bei Steam zum Beispiel. Ne? Also, das ist ein ganz, ganz böses Foul, dass bei so einem Event dann ich als vielleicht, sagen wir mal, als Black Ops 4-Spieler, dem das überhaupt nicht interessiert, ne? Ob da irgendwie so ein Turnier oder sowas ist, der dann hier warten muss in der Queue auf seine Connectivity. Also da muss ich sagen, Das stimmt, also das ist das scheiße. ist nicht, ist, das ist was. Und da jetzt wieder so die Vorteile. Steam macht die Sache, die er ja macht, der Steam-Client, verdammt gut. Also sie haben ein verdammt gutes Infrastrukturnetzwerk. Delivery ist wunderbar. Der Client ist jetzt vielleicht nicht designtechnisch das Schönste, ne? Hat man auch jetzt nicht so viel getan, ne? Am Chat hat man jetzt ein bisschen was geändert und an diesem Messaging, aber würde man sagen, insgesamt, er würde jetzt vielleicht keinen Red Dot Design Award gewinnen, aber funktional, ne? Also, Also funktional. Steam Client, was jetzt die Benutzeroberfläche angeht, wenn ich da mal was zu sagen darf, ist Ja. für mich eher so semi-gut. Also, ich finde, ganz vieles ist in Steam, gerade so, wenn man da irgendwie so ein bisschen administrativ was macht. Also, ich habe jetzt zum Beispiel eine Steam-Gruppe, bin Kurator und diese ganzen Sachen. Und das ist alles echt total verschachtelt. Und ich weiß nicht, also manchmal denke ich mir, wo findest du das jetzt eigentlich, was du jetzt da gerade machen willst? Ja, also ich meine, Spiel starten, Ja. okay, auf die Shop-Seite gehen, okay. Aber es gibt ja noch ganz, ganz viele Optionen, wo du dir echt überlegst, wie komme ich denn jetzt eigentlich dahin? Und da findest du auch manchmal gar keinen richtig logischen Weg. Ich gehe da manchmal so über Umwege und so und denke mir so, also UI-technisch waren da keine besonderen hellen Leuchten am Start, ist meine Meinung zum Nee, Steam-Client. das stimmt und das ist auch in der Historie, wenn man auch sieht, es war ja am Anfang gar nicht irgendwie gedacht, als Storefront, wie ich vorhin gesagt habe. Es war eher am Anfang, wie gesagt, für die Spiele so gedacht, als Patch-Rahmen und Anti-Cheat-Rahmen. Und dann irgendwann hat man sich gedacht, Mensch, irgendwie könnte man da auch Spiele drüber verkaufen, ne? Vielleicht kann man da auch 2, 3 Euro damit verdienen. Und offensichtlich war es dann so, ne? Und das hat sich dann halt irgendwie als Standard eingebürgert. Was jetzt ja kommt, ist eben genau das, denn die Hersteller haben es ja gesehen und heute auch ein schönes Beispiel, ne? Fallout 76, auch ein Titel, der schon neue Wege geht und gar nicht mehr auf Steam ist, ne? Und in der Ist Phase er sind wir schon jetzt langsam. mit Quake, wie heißt es hier, das Quake Tournament, wie heißt es? Quake Champions, ne? War es Champions auch ist ja auch schon. schon so und Wobei, beides kam ja dann noch auf Steam. Also das ist ja ja, jetzt aber inzwischen auf Steam. ist das nicht sogar so, ich weiß gar nicht, ist das nicht sogar so, dass dann trotzdem der Launcher gestartet wird von Bethesda? Nee, also das ist tatsächlich komplett in Steam Okay, integriert. Also aber da ist noch. es gibt ja Uplay-Spiele, die kaufst du auf Ja. Steam oder aktivierst die auf Steam und dann wird im Hintergrund Uplay geöffnet oder Origin. Das ist für mich, also Schlimm, das ja, ist für mich das ist richtig schlimm. scheiße. Das ist das Letzte, da gebe ich wieder auch recht. Das ist also der schlimmste Auswuchs von diesem ganzen Prozedere. Und dann haben wir natürlich noch Origin. Den Origin-Client fand ich jetzt insgesamt nicht so schlecht. Da hatte ich immer sehr schnelle Downloads. Der war jetzt, sage ich mal, okay, aber
Insofern wäre es natürlich richtig, wenn EA oder Blizzard, und jetzt komme ich wieder mit der Lizenzprüfung, weil sie ja der Hersteller sind, das macht, ist für mich völlig okay. Aber es geht trotzdem wieder, wir haben uns einfach schon zu stark gewöhnt. Ne? Der PC-Spieler hat sich schon an, so, an diesem Steam-Client und so weiter gewöhnt, haben die gesagt, na, dann machen wir gleich so weiter. Ne? Denn eigentlich, wenn wir uns ganz ehrlich sind, eigentlich würde ich doch am liebsten das Spiel mit einem Doppelklick auf dem Shortcut starten. Und dann macht er seine Lizenzprüfung im Spiel und ich habe meine vielleicht Multiplayer-Service, wenn es ist, habe ich dann im Spiel und das war es eigentlich, oder? So wäre doch, wenn man das ganz vernünftig eigentlich angeht, wäre doch das zu erwarten. Mag vielleicht von der objektiven Warte aus richtig sein. Subjektiv bin ich nicht deiner Meinung. Also, Also du hast lieber das Community-Gerüst komplett um dein Spiel rundherum. mich stört der Steam-Client überhaupt nicht, gar nicht. Er ist weder aufdringlich, noch performance-schluckend, noch sonst irgendwas. Ich finde es gut, dass ich D'accord. eine Software habe, die darauf achtet, dass meine Spiele immer auf dem neuesten Stand sind. Wenn man zwischendurch mit einem Freund mal chatten kann oder so, habe ich auch nichts dagegen, ganz ehrlich. Und ansonsten ist ja das, was Steam ein bisschen ausmacht, eher so, ich will fast sagen, so das Historische, die historische, ja, das, was Steam für uns PC-Spieler historisch geleistet hat. Denn auch wenn man jetzt sagt, okay, auf der einen Seite hat uns Steam quasi per DRM dazu gezwungen, Spiele zu aktivieren und hat vielleicht auch dafür gesorgt, dass im Regal keine Packung mehr so richtig steht für die Sammler und so weiter. Aber letzten Endes haben wir eine Software, die es ermöglicht hat, dass wir ein Spiel sofort spielen können, indem wir einfach auf irgendeine Webseite gehen und einen Key kaufen. Das war vorher nicht möglich. Also gerade als PC-Spieler, man kann ja von Keyshops halten, was man möchte, aber es gibt offizielle, es gibt inoffizielle. Auf jeden Fall kann ich sehr, sehr günstig irgendwo ein Spiel sofort, in dem Moment, wo es auf den Markt kommt, kaufen und sofort spielen. Ohne irgendwo hinzugehen, ohne großartig was zu machen. Finde ich eine super Errungenschaft. Das zweite sind natürlich die Steam Sales. Durch die Steam Sales gab es zum allerersten Mal überhaupt diesen Sales-Gedanken im großen Stil bei Spielen. Mittlerweile sind die Steam Sales nicht mehr so interessant, weil die Keyshops und so weiter teilweise mindestens genauso günstig oder günstiger sind während der regulären Sales, nochmal, also Verkaufszeiten, sage ich jetzt mal, aber damals, als die ersten, vielleicht weißt du das noch, die ersten Steam-Sales rauskamen, da haben ja alle Leute gekauft, wie bekloppt, weil es zum allerersten Mal hast du irgendwie ein Spiel bekommen, 50% reduziert und keine Ahnung. Ich sag mal, für die Hersteller von den Spielen, für die Entwickler, ist das vielleicht gar nicht mal so gut, weil die wissen genau, das Spiel kommt raus, die haben ein Fenster von 3 Monaten, in dem Fenster müssen sie das Spiel gut verkaufen, wenn danach. Also wenn die Zeit abgelaufen ist, danach gibt es sofort die ersten Sales und das allererste, ja, die erste Preisreduktion. Wir Spieler wissen das auch. Deswegen kaufe ich ja zum Beispiel fast keine Spiele mehr zum Release, weil ich genau weiß, ein paar Monate später sind die alle günstig. Anderes Beispiel, nehmen wir mal hier so Obsidian-Spiele, ganz klassisch. Das Pillars of Eternity, das Torment, das du ja auch gespielt hast. Tyranny. Oder schau dir die In Exile-Spiele an, Wasteland 2 oder Bard's Tale 4. Brauchst du gar nicht zum Vollpreis kaufen. Die sind innerhalb von, keine Ahnung, 3 Wochen sind die irgendwo bei 50% schon, irgendwo auf irgendwelchen Key-Seiten, wenn sie nicht sogar schon bei Release ganz günstig sind, viel günstiger als bei Steam oder im Laden. Also, das sind so Sachen, das ist für uns Spieler erstmal gut, für die Entwickler nicht so gut. Andererseits, Indie-Entwickler profitieren davon, dass sie plötzlich also ein Spiel rausbringen, das auf Steam einstellen und plötzlich verkauft sich das, wenn sie Glück haben, 100.000 Mal oder so, ne? Was sie auf konventionellen Weg nie so erreicht hätten. Also, ich finde, Steam hat, egal was man heute davon hält und egal wie unwichtig oder wichtig Sales sind bei Steam und diesen ganzen Krempel und auch dieses weißt du, das Spiel auf aktuellen Stand halten und dieser ganze Krempel ist ja nichts mehr Besonderes, aber historisch gesehen hat Steam, finde ich, für uns einiges geleistet und das ist auch der Grund, warum ich bei Steam bin, weil es das erste System war, das das so gut hinbekommen hat. Ich habe bei Steam auch immer viel besseres Gefühl als bei den anderen, weil ich irgendwie glaube, dass der Gabe Newell ein guter Mensch ist. Ich weiß, also Gabe ich der weiß nicht, ob er ein Heilige. guter Mensch mit, aber ich denke d'accord, dass ich tatsächlich bei Steam auch noch das beste Gefühl habe.
Schon, ne? Und jetzt kommen doch auch so neue Platzhirschen wie dieses Discord, wo ja schon manche den Untergang von Steam eingeleitet haben, ne? Die jetzt ja auch den Storefront erobern. Bin gespannt. Also ich halte mal kurz fest, bei dir eher, sagen wir, auf jeden Fall die historischen Leistungen und die Preis, das Pricing, ne? Pricing und Delivery historisch. Das historisch ist, gesehen, wohlgemerkt historisch gesehen, ja. Weil du kannst ja mittlerweile auch Steam Keys kaufen für Origin und für Uplay sogar. Ja. Das ist jetzt nicht mehr das, was Steam Unique macht, aber das war das, was Steam früher geleistet hat und damit bin ich dort verankert und ich sehe überhaupt keinen Grund für mich und mich stört es eigentlich tatsächlich, wenn jetzt eben die Hersteller anfangen, ihre eigenen Dienste rauszubringen, weil ich brauche die nicht, ich will die auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich brauche keinen Bethesda-Launcher, ich brauche keinen hier, wie heißt es, Buena Vista Social Club bei Rockstar, ich brauche keinen, weißt du, das brauche ich alles nicht. Also mir wäre es am liebsten, ich hätte ein Client, wo alles läuft und Steam ist einfach der perfekte Client für mich. Also ja, man mag das blauäugig sehen oder sagen, bezeichnen, aber ich finde es, also für mich ist okay und ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ein wirklich schöner, runder Gedanke noch von dir und ich kann eigentlich dann nur dazu sagen, mir geht es genauso, dass ich bei Steam, wie gesagt, das bessere Gefühl habe, weil das einfach die Infrastruktur ist reif und man hat wirklich, ich weiß gar nicht, wann ich mit einem Steam-Client irgendein technisches Problem irgendwann mal gehabt habe in den letzten 10 Jahren. Also könnte ich jetzt ad hoc nicht sagen, ne? Und bei anderen hat man immer irgendwie so, irgendwie vertraut man nicht so ganz. Ne? Die Zersplitterung finde ich natürlich auch schlecht. Ich fände es, wie gesagt, besser, wenn das Spiel selber, also das Spielclient selber, die Lizenzprüfung übernehmen würde und ich könnte es aber überall reinhängen. Ne? Ich könnte es beim Steam reinhängen und könnte dann diese Vorteile nutzen. Ne? Wobei dann natürlich könnte man argumentieren, warum sollte es dann kostenlos sein? Ne? Da ist irgendwie so, ist immer so ein Für und Wider. Ne? Was ich auch eben gar nicht gut finde, ist dann, dass eben diese Hersteller dann im Prinzip ein Steam nachbauen wollen. Ne? Die sollen doch sich um ihre Lizenzprüfung kümmern und um ihren vielleicht auch Online-Service. Von mir aus verlangen sie auch für einen Online-Service irgendwas oder über ein DLC oder weiß ich nicht, Season Pass oder keine Ahnung. Aber doch, ansonsten lasst mich doch bitte in Ruhe. Ne? Also, aber es ist ja klar, warum die es machen, weil die müssen das Spiel irgendwie verkaufen. Die brauchen ja eine Online-Plattform zum Verkaufen und die wollen natürlich keine 30% an Steam abdrücken. Das ist der einzige Grund. Ja, die wollen halt die vollen 100% einnehmen. Um das geht's. Ne? Und dann haben wir eben noch sowas wie einen Microsoft Windows Store. Ne? Ach ja, den haben wir vergessen. Ja, der. Den haben wir auch noch. Na gut, der hat jetzt vielleicht 2 bis 3 Nutzer nur. Und wenn die dann mal das machen, dann gibt es ein Riesengeschrei, weil irgendwas nicht funktioniert. Das ist natürlich das Nächste, ne? Wenn du auf deiner Plattform noch einen Store hast, was ja faktisch ähnlich ist wie bei einer Konsole auch. Ne? Ja, dann hat man halt hier nicht die ganze Community rundherum, die man bei Steam schon hat, aber schwierig. Ich denke mal, es wird auch auf lange Sicht wahrscheinlich eher noch schlechter werden. Ne? Wir werden wahrscheinlich eher noch mehr verschiedene Launcher. Ja, GOG haben wir ja auch noch vergessen, wobei bei GOG natürlich wirklich eher meine Experience im Vordergrund steht. Das heißt, ich kann wirklich auf den Shortcut klicken und es penetriert mich kein Client mit irgendwas. Ja, der Client bei GOG ist ja ohnehin nachgelagert erst gekommen. Der ist ja erst Jahre später, dieser Galaxy-Client, der ist ja erst Jahre später gekommen. Der Galaxy-Client, der war ja auch lang im Beta-Ding. Der übernimmt zwar jetzt auch diverse Funktionen wie Updates und so eine Geschichten, aber den brauche ich natürlich nicht. Ne? Der hängt sich rein. Genau. Der ist natürlich schön macht. Ne? Das ist natürlich schön. Andererseits muss man auch sagen, bei GOG hast du, glaube ich, soweit ich weiß, keinerlei Community und Social Features rundherum. Ne? Ah, das würde ich jetzt nicht sagen. Nee, glaube ich nicht, dass das so richtig ist. Ich glaube, da kannst du auch Friends und so weiter mit einbinden. Okay, dann ruhig da zurück, aber bist sicher nicht so ausgereift wie jetzt zum Beispiel bei einem Steam mit Messaging und Streaming und etc. etc. Aber gerade bei, das finde ich jetzt gerade ein gutes Beispiel, bei GOG benutze ich auch lieber den Galaxy Client, weil eben die Updates und so weiter reinkommen. Wobei bei GOG ist natürlich wieder so eine Sache,
viele alte Spiele, so viele Updates gibt es da ja nicht mehr. Ja, gut. Ne, aber prinzipiell sage ich, ich habe auch lieber ein System, was mir meine Spiele aktuell hält. Das ist, und gerade bei GOG müsstest du es ja gar nicht machen. Das ist ja genau das, was du möchtest. Weil bei GOG hast du ja Ja. sogar DRM frei, du kannst das ja installieren und sonst was damit machen. Sowas bräuchtest du gar nicht eigentlich bei GOG und Ja. trotzdem mache ich es. Das sagt ja schon ein Ja. bisschen was aus über mich, Ja. meine Faulheit. Ja. Wobei, ich Übrigens. wäre natürlich, also mir wär ehrlich gesagt auch lieber, wenn der Windows Store ein bisschen besser funktionieren würde, weil das tut er faktisch. Wir hatten viele Beispiele in der Vergangenheit, wo einfach grandios alles schief lief, ne, mit komplette 50 Gigabytes mussten nochmal runtergeladen werden und etc. etc. Kinderkrankheiten wie irgendwie, wie es bei Steam vielleicht vor 15 Jahren oder noch nie gab. Und ja, also im Prinzip wäre es mir komplett ohne Client noch lieber, aber das werden wir wahrscheinlich so nicht bekommen, ne? Nicht Ja, was wolltest mehr. du noch sagen? Ja, genau. Also mein letztes Statement noch dazu ist, wir werden das Gleiche jetzt im Film- und Serienstreaming-Gebiet bekommen. Denn haben ja jetzt alle gehört, Disney Plus kommt jetzt irgendwann. Ja. Disney tut alle Filme und Serien und sonst was auf ihren eigenen Streaming-Dienst umlagern, nimmt es aus Netflix und sonst wo raus. Das bedeutet, es betrifft mich jetzt nicht so sehr, weil ich das sowieso nicht abonnieren werde, weil mich die Inhalte nicht genug interessieren. Aber wen es interessiert, der muss jetzt in Zukunft zwei Dienste bezahlen. Das ist ja noch schlimmer, weil anders als bei hier im PC-Bereich bezahlst du ja für die Clients und für das Zeug nichts, wenn du es einmal gekauft hast. Da musst du jetzt dann quasi jeden Monat für zwei Dienste abdrücken. Und Ja. es ist ja nicht, das werden ja nicht die einzigen bleiben. Und ganz ehrlich, auch wenn Disney ein großer Konzern ist, was soll ich mir denn da bitte anschauen? Die alten Star Wars und Indiana Jones Filme oder alten Marvel Filme? Was soll ich denn da angucken? Ich wüsste gar nicht, was das bringen soll. Das wird unser nächster Podcast übrigens, warum Disney Plus ein völliger Schwachsinn ist. Ja. Und Disney ist einer der größeren noch. Jetzt stell dir mal vor, Warner macht das noch und sonst was. Das ist so, also, aber Das gut, sind wie wir gesagt. sowieso, aber wir schweifen ab, aber Ja, da wir noch schweifen ab. ein Satz dazu. Da sind wir noch besser dran als bei den Amerikanern, denn ich sag mal sowas wie Star Trek Discovery oder so eine Geschichten, die bei uns einfach, wo es bei uns einfach den Sender gar nicht gibt oder die Distributionskette und wo es einfach gleich Netflix und Amazon kauft, ne? Und bei den Amerikanern, glaube ich, die sind da schon viel, viel weiter mit der Zersplitterung, ne? Die sind es ja auch gewohnt, muss man auch dazu sagen, ne? Die sind ja auch kein immer schon Pay-per-View und sowas gewohnt, also aus der Vergangenheit. Mehr noch als, also viel mehr als wir in Deutschland das haben. Ne? Ah, da können wir Aber jetzt, da genau. können wir lange drüber reden. Also müssen wir mal einen eigenen Podcast machen, aber ich denke mir so, sowas wie Sky zum Beispiel, die ja darauf angewiesen sind, auch mal so ein Star Wars 8 oder so zu bringen. Keine Ahnung, wie die das in Zukunft machen wollen, wenn jeder da sein eigenes Ding macht, aber gut, anderes Ja, Thema. Flo, das gut, aber wir Schlusswort sind eh schon. hast natürlich du Ich für wollte es gerade diese sagen, ja. Aufnahme. Also wir sind schon über, glaube ich, so 30 Minuten sind wir jetzt gut. Jo. Ja, ich würde sagen, wir sind nicht klüger. Sind heute nicht 100% einig gewesen, dann aber eigentlich wieder doch. Also doch irgendwie, Steam ist doch irgendwie so der kleinste gemeinsame Nenner und doch irgendwie so das reifeste System und vielleicht doch noch das geringste Übel, oder? So würde ich es auch Na? sagen, ja. Ja, und das Schönes Wort Schlusswort. zum Schluss und deswegen jetzt noch kurz. Jeder noch ein Spiel, das er gerade spielt, und dann haben wir es schon wieder. Ja, dann sag mal, was du spielst. Außer Red Dead Das jetzt noch, Redemption jetzt dann gleich. das spiele ich noch nicht. Da sehe ich schaue dem Installationsbalken nur zu seit geschlagenen, ja, den 30 Minuten. Ansonsten tatsächlich ganz, ganz viel Black Ops 4 und da fast exklusiv den Blackout-Modus. Täglich mindestens eine Stunde am Abend. Unglaublich, ich werde auf meine alten Tage noch zu einem Call of Duty-Spieler. Das ist wirklich das allererste Call of Duty, das ich wirklich online spiele. Vor allen Dingen Und ein Battle Royale-Spieler, was du ja immer verflucht hast in den letzten Monaten. absolut, und jetzt aber endlich mal gut umgesetzt. Aber ja, das ist momentan ein Zeitfresser bei mir. Und selber? Ja, ich spiele jetzt zum dritten oder vierten Mal das gleiche Spiel, nämlich Rogue Legacy. Es kam ja jetzt auf der Switch raus und das spiele ich täglich, also mindestens, weiß nicht, 20 Minuten jeden Tag und. Ja, keine Ahnung. Das Spiel ist einfach auf mich zugeschnitten. Das ist so, als hätten sie es für mich gemacht, als hätten sie in mich hineingeschaut und hätten das dann Ja. gemacht. Ja, auf der Switch grandios. Also wirklich super für die Konsole. Ich habe es ja mal auf der Vita gespielt, da war es auch ganz gut, aber auf der Switch mit dem größeren Display und so, also wirklich ein super Spiel. Also, das ist wahrscheinlich für mich das beste Switch-Spiel, das es überhaupt gibt. 15 Okay, Euro das oder ist 19 Euro oder sowas hat es gekostet. Gut.
wirklich gut. Schön. Dann würde ich sagen, wir haben es für heute. Draußen ist es kalt und klirrend. Wir sind Zeit hier für am Kamin. Wir sind, es wird Zeit und dann würde ich sagen, dann packen wir es. Ne? Packen wir es. So. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder schönen Abend schönen und euch Abend. Da draußen natürlich auch. Alles klar und das war's. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Ciao. Servus.